Klaustrophobie, Arachnophobie, Bibliophobie, Epistaxiophobie, Parascavedicatriaphobie, Triskaidekiaphobie und hunderte andere Phobien mit noch viel komplizierteren Namen lassen sich auf unserer Welt finden. Es gibt allerdings auch Phobien, die keinen so professionell klingenden Namen haben. So auch bei meiner Phobie. Ich leide nämlich auch unter einer bestimmten Angst und ich glaube nicht, die Einzige im Raum zu sein. Ich habe nämlich Angst vor Menschen. Welch eine Ironie, da steht ein Mensch am Rednerpult und sagt, er habe Angst vor Menschen. Doch ist diese Angst wirklich so unvorstellbar, so unbegründet, wenn man darüber nachdenkt, wie wir Menschen so sind? Besser gesagt, wie wir sein können, nämlich wahnsinnig kaltherzig und gemein. Ich habe also Angst vor Menschen. Doch was bedeutet das? Bedeutet das, dass ich mich erschrecke, sobald ich in den Spiegel schaue? Oder dass ich, wenn mir ein sogenannter Mensch über den Weg läuft, schreiend davonrenne? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich schreie nicht und versuche unauffällig den Abstand zwischen uns zu vergrößern. Und obwohl ich mich manchmal tatsächlich erschrecke, sobald ich in den Spiegel schaue, hat das meist andere Gründe als meine Zugehörigkeit zur Spezies Mensch. Was ich eigentlich meine, wenn ich den Ausdruck Angst vor Menschen verwende, ist sich nicht zu trauen, etwas zu tun, weil man Angst vor den Reaktionen der anderen hat. Was ich meine, wenn ich den Ausdruck Angst vor Menschen verwende, ist sich nicht zu trauen, etwas zu sagen, weil man Angst vor den Reaktionen der anderen hat. Was ich meine, wenn ich diesen Ausdruck verwende, ist sich nicht zu trauen, zu sein, wer man ist, weil man Angst vor den Reaktionen der anderen hat. Was ich meine, sind die wohl uns allen bekannten Phrasen wie was, wenn ich mich blamiere? Oder was werden wohl die anderen denken? Die anderen, eine andere Bezeichnung für die Menschen. Man könnte die Angst vor den anderen also auch mit die Angst vor den Menschen betiteln. Die Angst vor einer Gruppe von Unbekannten, deren Reaktionen man nicht einschätzen kann. Und auch wenn diese Angst vielleicht nicht tief in unserem Wesen verwurzelt ist, lernen wir sie doch recht früh kennen. Vermutlich spätestens nach dem ersten Kindergartentag, nachdem wir zum ersten Mal kritisch beäugt oder gar ausgelacht worden sind. Vielleicht wegen der geliebten Heidi-Kindergartentasche oder vielleicht, weil wir lieber in Ruhe Bilderbücher angeschaut haben, als mit den Gleichaltrigen zu spielen. Wegen was auch immer. Nach dieser ersten unglücklichen Konfrontation mit den anderen wird die Angst vor ihnen Tag für Tag geschürt. Folglich will man nicht mehr aus der Menge herausstechen, man versucht unbemerkt zu bleiben, unterzutauchen und möglichst normal zu wirken. Man tut, was alle tun und trägt, was alle tragen und sagt, was alle sagen und wird zu jemandem, der man eigentlich nicht ist. Und so haben uns unsere Ängste im Griff. So bestimmen sie unser Leben. Doch ist es das nicht wert? Wir sind zwar nicht mehr der wir einmal waren, aber dafür wissen wir die anderen, die Menschen auf unserer Seite. Doch das ist so eine Sache für sich, denn sind die anderen wirklich für einen da, wenn man sie einmal braucht? Und auch wenn sie da wären, sind sie es wert, dass wir uns ein Leben lang für sie verbiegen? Ich war früher zum Beispiel ein Riesenfan der Teletubbies. Hierbei handelt es sich um eine Fernsehserie für Kleinkinder. Also wollte ich auch schon immer einen Teletubbies-Badeanzug haben. Dann Jahre später habe ich zufällig einen gefunden. Nun musste ich eine Entscheidung treffen. Sollte ich den Badeanzug liegen lassen oder sollte ich ihn kaufen? Dann würde ich allerdings riskieren, dass wenn ich damit ins Schwimmbad gehe, ich ausgelacht werde. Wie hättet ihr euch entschieden? Leider glaube ich, dass nur die wenigsten den Badeanzug mit nach Hause genommen hätten. Doch ist es wirklich besser, mit einem langweiligen schwarzen Bikini mit den anderen im Schwimmbad zu sein? Zu tun, was alle tun und zu tragen, was alle tragen und zu sagen, was alle sagen und zu jemandem zu werden, der ihr eigentlich nicht seid? Was, wenn ich den Teletubbies-Badeanzug tragen würde?
wenn ich sogar einen anderen Fan kennenlernen würde, einen richtigen Freund finden würde. Ja, und vielleicht würde den anderen mein Badeanzug sogar auch gefallen. Denn welche Menschen werden heute bewundert? Wer wird noch vergöttert? Ganz richtig, Promis wie Rihanna oder Selena Gomez. Nun, wieso ist das so? Vielleicht, weil sie einzigartig wirken, weil sie nicht mit den Trends gehen, sondern selbst sogenannte Trendsetter sind. Liegt folglich nicht eine gewisse Ironie darin, dass wir versuchen, normal zu sein und uns zu verbiegen, wodurch das Spezielle, das Individuelle, das Reine, das Unverfälschte am besten ankommt? Und nicht nur Rihanna und Selena Gomez sind speziell und individuell, sondern jeder einzelne von uns. Du bist ebenso ganz anders. Deine Ideen, deine Träume, deine Werte und deine Meinung hat keiner hier im Raum. Aber solange du deine Ideen, deine Träume, deine Werte, deine Meinung nicht preisgibst, kann und wird niemandem auffallen, wie besonders du bist. Deswegen schlage ich vor, dass wir alle aufhören, uns zu verstecken. Dass wir aufhören, mit dem Strom zu schwimmen. Denn das Leben ist so viel schöner, wenn einem egal ist, was die anderen denken. Wenn man tut, was man gerne tut und sagt, was man sagen will und trägt, was man tragen möchte und isst, wenn man eben wirklich isst. Also bitte, zieht den verdammten Teletubbies-Badeanzug an und tragt ihn mit Stolz. Denn jeder von uns ist auf seine spezielle, individuelle, reine, unverfälschte Art perfekt.